Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier auf Terminator. Heute werden wir ein bisschen unsere Basis aufwerten, solange es draußen so dunkel ist. Es ist aktuell 4 Uhr. Wir werten ein bisschen auf. Auf Beton und Ziegel. Wir machen uns jetzt halber auch in auf Ziegel. Hier auch. Falls ich die andere Teil kann man bestimmt nicht ran von außen, weil da immer die Spikes sind und dann muss ich jetzt halber von hier aufwerten. So. Das machen wir so lange, wie wir Material haben. Und ab 6, 7 gehen wir dann raus. Und sofort mal schauen im Nachbarhaus. Sehen, was wir mich haben. Ein bisschen Bronze, bisschen Munition. So was, ne, in der Art. Man muss down. Da haben sie schon teilweise schon Schaden gewesen, ne? Also war doch schon Besuch. Wir sind hier im Erdgeschoss. Das ist die Treppe. Gut, da ist schon eine Mauer. Hier kommen wir ran. Oh. Wahnsinn. Wieso ist da oben Schaden? Da muss ich jetzt mal Beton machen, ne? Sicher, sicher. Beton ist alle. Gut, mal kurz hochlaufen. Beton muss ich noch haben. Hier habe ich auch mal Gitter vorgebaut. Falls sie kommen, dann kann ich sie entsprechend empfangen. Mit Maschinengewehr. Freundlichen Blei. Aber Beton wird nicht weiter. Da habe ich auch noch genug. Und das werden wir draußen dann gleich verlegen. Und dann werden wir ein Gepäck auspacken und dann mal nebenan mal gucken. Hier oben würde ich immer nicht auswerten. Denkt mir oben sicher. Hoffe jedenfalls. Ob die Qualität passt. Also die Basis braucht viele Ressourcen. Geht schon wieder auf 70 Grad. Von außen der Kram ist auch fertig, soweit. Sowieso die Fenster hier ein bisschen jetzt sinnlos geworden, weil da auch nicht sehen kann. Aber schießt er eh meist von oben. Hier meist nur deswegen, falls sie doch mal durchbrechen sollten. Ne? Man weiß ja nie. Doch schon ein bisschen XP, ne? Weiß nicht genau, ob es heute Blutmond kommt oder nächste oder morgen. Wir werden das mal so machen, dass wir da denken, es würde heute kommen. Das heißt, wir werden draußen mal schön vorbereiten. Also, das nehmen wir raus. Brauchen wir nicht. Das legen wir zurück. Beton kommt hier mal rein. Die Eisenteile werden wir behalten. Falls wir was aufwerten wollen, das könnten wir auch noch behalten, falls wir mal was brauchen. Messer brauchen wir allgemein. So, das haben wir jetzt bei Maschinengewehr, Pistole, Jagdgewehr, Picke für Notfälle, Schaufel für Erde und so. Ja. Also uns reicht ein Schaumviertel. Das Gras können wir hier reinlegen und Pflanzenfasern, das bleibt da. Das ist Munition. Die
können wir erstmal weglegen. Eisen. Und beim Eisenhelm können wir auch weglegen. Ich habe hier nur einen Zielmod. Verändern. So. Abschließen. Dann wäre der auch erledigt. So, ein leeres Glas haben wir. Das heißt, hier müssen wir Wasser holen. Munition haben wir auch. Eisen zum Aufwerten, Holz zum reparieren und mal was brauchen sollten. Dann holen wir leere Gläser. Haben wir noch Wasser? Irgendwas essen. So. Gestärkt. Trinken wir einen Tee oder Wasser. Noch das Wasser trinken. Das kann ich schauen. Jetzt schauen wir nach leeren Gläsern. Die habe ich irgendwo. Da haben wir 13. Wenn wir die voll machen, dann haben wir noch genug Wasser. Hier haben wir noch eine Wasserreserve im Fall der Fälle. Fleisch, Honig haben wir auch. Also nützlich was haben wir nicht. Wäre auch nicht von mir so geplant, Wasser in einen Bereich zu geben, was ich nur Lebensmittel habe. Im Prinzip nicht. So, das ist auch so ein Schrotflinten-Drossel-Mod. Na ja, gut. Ich habe aktuell keine Schrotflinte. Die Teile muss ich überlegen, ob ich herstelle. Aber nur bestimmt Gläser herstellen. So. Schauen wir nebenan. Da noch was haben. Eine leere Gläser. Nein. Reifen habe ich zwei. Da. Die war leer. Dann muss es noch eine andere Kiste sein. So viel Kisten mittlerweile zum Händler fahren wir heute nicht. Aber da könnte ich auch noch mal vorstellen, dass wir da mal da oben. Helm haben wir auf. Das ist das. Wir suchen leere Flaschen. Oder volle. Da ist auch nichts. Da. Einmal ist er mal, ne? So. Ich hab mir leider schon gesucht, Krimskrams. Ich weiß, wo was ist. Ah, leere Flaschen, leere Flaschen. Na, nix. Na, bequem. Werden wir solche herstellen. Dann haben wir da. Glaskrug. Fertig immer ein paar, ne? Ich habe garantiert irgendwo welche. Ich kann mal zum Wasser fahren, mir mal ein paar Dinger holen. Haben wir gerade leer gemacht. So, jetzt gehen wir hier raus. Natürlich muss das hier alles weggeräumt werden. Wenn es weit ist. So. Geplant, nicht geladen.
Gut. Wasserwahn. Ich habe einen neuen Helm. Neue Jacke. Hat die mal rausgesucht aus dem Inventar. Bessere Werte. Hier holen wir mal Wasser. Sehe ich gerade Benzin. Naja, gut. Da wird es noch reichen. Guten Check. Gut, keiner da. Dann können wir unsere leeren Gläser ja da hochbringen. Reinstellen. Und machen aber einmal voll. So. Jetzt werden wir gleich wieder umstellen. Ins Gepäck, weil böse Vorahnung, ne? Irgendwann trinkst du das Zeug. So, voll tanken. Das ist nämlich äußerst ungünstig, wenn wir zum richtigen Zeitpunkt, zum falschen Zeitpunkt keinen Sprit haben, ne? So, dann gehen wir gleich ins nächste Haus rein, wo ich rein wollte. Und zwar hier vorne rechts. Es werden Zombies drin sein, gehe von aus. Werden wir schauen, ne? So, Pistole. Nachladen. Und rein geht's. Ruhig wieder. Erstmal rausgehen. Die habe ich gar nicht rechnen, du sterben die jetzt hier nicht. Junge, Junge, du bist ja wohl ein Klotz geworden. Aber ich habe gerade mitgerechnet, dass ich jetzt gleich wieder einen angreift hier. Komm der her. Kamin. Wir suchen nachher, ne? Erstmal gehen wir. Gehen wir mal in den Keller. Im Keller gibt meistens Kinder. Bronze. Ja, das habe ich mich hier klotzt, ne? So einiges zu holen. Schön. Kiste, Munition.
Waffen. Zwei Eier. Enttäuscht. Ich hab Glück gehabt, da wir hier. Dass der mich nicht gesehen hat, hätte er mich voll. Haha, ja, Automat. Das müssen Brüder sein. Das sind Brüder. So, mal ein bisschen plündern. Ach, liebe Gläser. Mal die Axt da vorne holen, ne? Ja, die Axt, da, die Vierer. Und dann schauen wir nachher, wo die rein kann. Fünf. Na, Tür. Ja. Glas nehmen wir gerne. Das Problem ist, irgendwann gibt es keine Türen mehr. Ein Plan, den habe ich schon gelernt. Tablette immer gut. So. Gehen wir nach oben. Fünf Teile, das ist gut. Gut für den Händler. So. Blei. Schraubendreher. So. Ah, ja. Also hier können auch Zombies sein, ne? Also. Und sind auch. Und gute Nacht, weiter schlafen. Gut, weiter schlafen. Messer und Dynamit. Global ist nicht. Gut, dann mal gleich mal die Axt rausholen, ne? Der Finster, 16 Schuss Munition. Hey, geht. Auch gut für den Garten, ne? Hier ist gut. Stofffetzen. Unterhemd. Ammunition ist dürftig, aber gut mit entsprechendem Messing.
sollten wir ganz gut zurechtkommen. 3 Geldscheine, können wir eintauschen. Oh, Messing. Geht's hier nicht höher? Anscheinend nicht. Da haben wir schon geguckt. Zeit? Oh, 20 Minuten wieder um. Ich glaube, es geht nicht höher. Ja, und wenn über Umwege. Gehen wir gleich rüber, Nachbarn, ne? Klopfen wir hier an. Wie fällt er mit der... So, ich bin da. Glaube, das kenne ich so gar nicht. Entschuldige. Bis heftig. Na, meine Schüler haben meine Bonze. Ja, weil die Tür kaputt macht. Dann ist die Bonze weg. Wahnsinn, Papier. Er zuckt noch. Auch nicht mal lange. Gehen wir nach oben, ne? Die Treppe mich hält. Bronze. Beziehungsweise Messing ist sogar, ne? Die hier Wissen haben für mich. Papier. Ja. Ich bin enttäuscht. Papier habe ich nicht gesucht. So. Ich weiß, hier ist Eisen vor, aber... Rad geht auf. Da unten die Bronze. Ganz wichtig, Bronze ist ganz wichtig. Denn so. Ah, heute ist Blutmond. Haben wir so gedacht. Wenn wir gleich rübergehen und die Fallen aufstellen, ne? Aber erstmal hier noch unser Griff hier holen hier. Viel. Und geht doch mal. Gut, dann gehen wir rüber. Oder gab es hier noch spezielle Bereiche, wo man was hin konnte?
Die Munition. Und mal finden und suchen, ne? Schauen wir mal, vielleicht können wir oben im Keller, waren wir gerade gewesen. Also hier. Na, wie wir hier sind, ne? Bin immer so enttäuscht, wenn da was drin ist, was man nicht brauchen kann. Und eine Dose ist mir gut. Ja. Jo, was machen wir damit? Mütze. Ja. Egal. Wir gucken mal nach Munition. Bronze? Bronze. Auf hier. So. Bronze. Weiß gar nicht genau, hier ging es auch nicht hoch, ne? Aber hier habe ich noch nichts gefunden. Keine Munitionskiste, nichts dergleichen. Was haben wir hinter? Im Keller. Schau mal in eine Garage rein. Und wir haben sogar ein Auto. Na, ich bin voll. Das heißt, da oben war noch gewesen, glaube ich. Na, 10 Tons haben wir noch drauf. Tja. Gut, hier finden wir da nichts. Wusste jetzt nicht, immer nach draußen und Moped und dann eher die Moped ist auf dem anderen Haus, glaube ich. Ja, ein bisschen ausbauen, ne? Unsere Fallen aufstellen. Ein bisschen ausbauen. Vorne vor allen Dingen. So, liebe Leute, das war's gewesen sein für heute. Ich gehe jetzt rein, lade aus und sobald ich rausgehe, ausbauen, hole ich euch wieder ab. Tschüss und ciao, bis nachher und danke fürs Reinschauen. Tschüss. Ups, wo geht's denn, Leute?